Dieses Jahr, 20 Jahre nach 1989, gibt Anlass, über die Zeitenwende zu reflektieren. Wir wollen das Anliegen individueller, konkreter angehen, indem wir Werke, die charakteristisch sind für die Künstler des Oberlausitzischen Kunstvereins und die Zeiten, aus der Wendezeit gegenüberstellen der heutigen Zeit. Dazu waren wir auch in den verschiedenen Ateliers und haben die Künstler befragt zu ihrer Haltung, zu ihren Erfahrungen und wie sich das in ihren Werken widerspiegelt. Wir befinden uns in der Werkstatt von Jutz Zipfel in Kannewitz. Kannewitz liegt zwischen Weißenberg und Bautzen. Jutz Zipfel kam vor 3 Jahren aus Salem am Bodensee hierher und nennt sich Kunstholzer. Sie haben sich vom T-Shirt zum kreativen Künstler entwickelt. Ihr Hauptthema ist das Herz. Welche Philosophie steckt dahinter? Dahinter steckt der Gedanke an göttliche Kraft, der Liebe, an Zeichen von Emotion und als Zeichen von Sinnlichkeit, die in dieser Herzform zustande kommt. 1989 waren Sie noch nicht freiberuflich künstlerisch tätig, aber Sie haben in der Zeitenwende ein Relikt erworben, das seine Geschichte hat. Stimmt, dieses Stück wurde kurz nach der Wende auf einem Flohmarkt am Bodensee angeboten. Ich habe mich kundig gemacht, um was es sich dabei handelt. Das ist ein Stück von einer Schießscharte von einem Ostberliner Grenzturm, der jetzt ausgebaut worden ist und wo ich dann nach einigen Verhandlungen dann von dem Besitzer erworben habe. Ich habe es dann umgearbeitet von einem ehemaligen politischen Stück nun zu einem Stück mit menschlicher Aussage, hinter dem sich ein Stück sinnliches Holz verbirgt. Das wohl auch eine gewisse Parallelität zum Griff zeigt. Stimmt, genau. Sie haben ein sehr sinnliches Verhältnis zum Material Holz. Sie verwenden oft Holzfundstücke und gestalten sie, indem sie auch die Maser oder die schundischen Stellen mitsprechen lassen in der Gestaltung. Hier zum Beispiel haben Sie ja ein Stück Kirschwurzelholz. Mit welchem Thema? Bei diesem Stück habe ich das Thema Beziehung verarbeitet. Und zwar insbesondere das Oxytocin, das gebildet wird, wenn zwei Wesen sich zärtlich miteinander verbinden. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das mit Ost und West ebenfalls passiert, wenn dann eben diese Kraft am Zuge ist. Ja,